Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Total War Rome 2 und zwar im Part Nummer 13 im Krieg gegen Sparta. Irgendwie, warum auch immer, ist unsere Armee hier krank geworden. Und irgendwie, warum auch immer, kann ich nicht mit zwei Armeen angreifen. Was ich vorher gar nicht wusste, aber Sparta hat gerade seine Armee hier weggezogen. Ich habe hier eben nochmal Larissa vergiftet. Und so gehen wir in einen Belagerungsangriff über, würde ich fast meinen. Was heißt denn das hier eigentlich? Statt die Siedlung im Sturm an Angriff könnt ihr sie belagern. Ihr könnt sie für die angezeigte... Wir speichern auf jeden Fall mal schnell. Ja, kann ich sie denn tatsächlich belagern? Sie sollen vor uns niederkauern wie eingesperrte Hunde! Ich erwarte eure... Das ist unmöglich. Ach, jetzt geht's! Guck dir das an, so geht das. Große Armee steuern. Was heißt denn große Armee steuern? Klickt hier, um eine große Armee zu steuern. Die Kontrolle einer großen Armee ermöglicht es euch, bis zu 40 Einheiten auf einmal aufs Schlachtfeld zu führen, ohne auf Verstärkung warten zu müssen. Nicht schlecht. Wir greifen an. Ich greife jetzt an, weil der Wunsch explizit da war, dass ich nicht das automatische Berechnen von Schlachten nehme, sondern dass ich die Schlachten nicht, ja, dass ich sie manuell schlage. Und dem Wunsch komme ich dann jetzt nach. Jetzt habe ich zuerst sage ich mal in Anführungszeichen etwas schwächere Einheit genommen, also die Odysseus Wanderer, nicht die Streiter des Olymps, was ja meine Hauptstreitmacht ist, im Anführungszeichen, die ja sehr erfahren ist. Da sind die Veteranen von Odessa und Navissos drin. Die starken Mannen Makedoniens, die sich bereits im Krieg bewiesen haben, so gesehen. Und ja. Warten wir. Immer noch trocken. Warten wir. Nebel. Nebel ist doch schon mal ganz nett für einen Angriff. Da sehen Sie uns später. So. Hier ist unsere Einheit. Und dort ist unser Ziel. Bisher sehen wir noch nichts. Ich werde mir mal die Bogenschützen nehmen. Bogenschützen! Die formieren wir mal in einer Reihe. So. Es ist ein bisschen doof. Wir machen das mal so hier. Und dann nehme ich noch die Speere nach vorne. Aber bitte so. Und bitte so. Ihr seid meine Gruppe 1. Ihr seid meine Gruppe 2. Bogenschützen! Und ihr Bogenschützen seid meine Gruppe 3. Das ist mein General. Le General. Und euch nehme ich von 2 Flanken. Meine Nummer 4. Das ist, glaube ich, keine gute Position, wo ich es jetzt hingestellt habe. Aber die sind ja relativ mobil. Das heißt, wir können sie immer noch von woanders holen. Guck mal, ich kann hier komplett um die gesamte Stadt rum rein, theoretisch, meine Truppen positionieren. Weil von da hinten scheinbar unsere Verbündeten kommen. Aber wir starten das Gefecht. Das Zeitlimit zeigt an, wie viel Zeit bis zum Ende der Schlacht verbleibt. So. Der Angreifer muss den Verteidiger innerhalb des Zeitlimits in die Flucht ziehen. Ah, auf Leertaste war das, genau. Auf Leertaste kann man sich angucken. Ach nee, ich wollte dich da noch gar nicht hinziehen. Und zwar... So passt das. Da sind die Feinde. Wenn ich euch hier hinsetze, dann müsstet ihr eigentlich rein theoretisch gut feuern können. Und dann setze ich die Sperrträger etwas weiter nach vorne. Und die Sperrträger auch. So. Dann kann ich eigentlich meine Kavallerie, kann ich die hier irgendwo durchführen? Da hinten kommt sie erst durch. Ah, ist aber schwierig.
Gut gebaut, die Häuser, Mensch. Da brennt das. Warum brennt es da? Ach, und unsere andere Streitmacht kommt da oben gerade an. Ich habe auf jeden Fall keine Mykolex mehr, aber ich habe jetzt sehr viele Einheiten auf dem Feld. Wenn man da hinten mal guckt. Da sind unsere anderen Einheiten. Wir werden es mal erstmal mit der Streitmacht hier versuchen. Ach, nicht doch. Ein Stück weiter vor. Hier rückt mir auch mal ein Stück weiter vor. Ach, ihr könnt immer noch nicht feuern. Irgendwie konnte man mal sie so schrittweise nach vorne ziehen. Ah, ich hab's wieder. Oh, die können feuern. Aber ihr müsstet eigentlich auch feuern können. Jetzt könnt ihr feuern. Wunderbar. Bereit zum Einsatz. Doppelte Geschwindigkeit. Ihr rückt mal auch ein Stück weiter vor. Bogenschützen! Eieiei, die müssen ganz schön nah ran hier. Eigentlich könnte ich die hier. Ah, guck doch mal. So super, wenn die da stehen bleiben. Dann passt mir das ganz gut. Können wir auf die Bogenschützen erfeuern. Und von hinten werde ich mal versuchen, dass ich die Kavallerie hier irgendwie reinbekomme. So. Boah. Sieht ja bis jetzt ganz okay aus. Er ist halt im Hagel von den Pfeilen. Oh, er will angreifen. Der Plus, der will angreifen. Der greift an. Oder auch nicht. What the fuck? Bleibt mal schön in Stellung. Ihr müsst da nicht noch weiter nach vorne. Ach, ich sollte mal befehlen, dass sie die Stellung halten, mehr oder minder. Meine Phalanx. So. Bogenschützen! Guck mal, da greift er wieder an. Jetzt mit einer anderen. Was zum Teufel? Der dreht sich voll mit dem Rücken zu meinen Truppen. Was hat der da vor? Wo ist meine Kavallerie? Wo lauft ihr eigentlich lang? Oh, ihr seid hier hinten hin. Ihr dummen Nüsse. Wegfindung at its best. Ich meine, wir können jetzt die ganze Zeit hier so weiterplänkeln. Bogenschützen! Bereit zum Einsatz! Die sind im Endeffekt nicht mehr so fit, weil die ganze Zeit davon. Von denen was abkriegen. Spartanische Jugendliche. Das klingt ja auch interessant. Okay. Auf ihn da bitte mal. Bogenschütze! Ihr könnt auch mal ein bisschen weiter vorrücken. Ah, hier. Greif an. Was machen die spartanischen Jugendlichen denn da? Feuerhagel! Na, macht er jetzt was? Die Makedonier sind bereit! Bogenschützen! Krieger Makedonier! Na los, haut mal jetzt rein da. Volle Kanne. Bereit zum
so möchte ich das doch haben. So, wo sind meine Kavalleristen? Da hinten. Brennt da immer noch. Oh, jetzt greifen sie mal an. An die Waffen! Zu Befehl! Bogenschützen! Geschossinfanterie! Bogenschützen! So. Wehrträger! Au, das tat weh. Die armen Spartanischen. Das tat weh. Bogenschützen! Zu Befehl! Müssen wir mal wieder neu postieren hier, die Bogenschützen. Das sind mir ein bisschen unbedarft gerade. So. Könnt ihr euch wieder ordentlich hinstellen, oder? Ist das zu viel verlangt? Okay. Kavallerie. Die laufen die ganze Zeit in meine Bogenschützen rein. Also ich meine, warum nicht? Wenn sie Spaß dran haben, bitte. Ich hab kein Problem damit. So. Go, go. So, ein paar Steinschleuderer. Könnt ihr voll über den Markt preschen. Jawoll, ja. Und gleich weiter auf die nächsten. Zack, 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 zack. Wunderbar. Jetzt brechen wir hier mal von hinten rein. Sag mal, wo wollt ihr denn hinlaufen? What the fuck? What the fuck tun sie? What the fuck? Und volle Kanne rauf da. Männer wanken. Die Kavallerie vorrücken! So, zieht euch mal zurück, damit ihr keine. Befehl vorrücken! Oh, gut. Und Bärme! Wie ihr befehlt! Oh, meine wanken aber auch. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, da war der Verlust groß. bei meiner Kavallerie. Aber wir haben es geschafft. Blutrünstig. Entscheidender Sieg. War, glaube ich, eine relativ gute Taktik. Es war hier ein bisschen lose, muss ich sagen. Also die Steuerung hier war nicht so gut, nicht so ideal. Das ist auf jeden Fall verbesserungswürdig, aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Wir haben nur 216 Mann verloren und der hat ganze 1319 verloren. Das muss man sich mal geben. Gut, es war jetzt nur die Besatzung. Aber gerade deshalb. Wir haben im Endeffekt die größten Verluste gehabt in unserer Kavallerie. Ansonsten ist er uns die ganze Zeit in unsere Fernkämpfer rein. So, das war's. Den haben wir hingerichtet. Und Larissa können wir besetzen. Habt ihr noch weitere Befehle? Zu euren Diensten. So, wunderbar. Warum bist du jetzt auf einmal auch krank? Gucken, ob ich hier einen Hinterhalt stellen kann. Wie lautet euer nächster Befehl? Geht das hier überhaupt? Da ist auf jeden Fall Sparta. Der hat nicht sonderlich viele. Kann ich den noch angreifen? Komme ich da noch hin? Ich glaube nicht. So weit komme ich nicht mehr. Da ist auf jeden Fall die Streitmacht, die er hingezogen hat. Und hat er da unten nur noch ein bisschen was. Und in Larissa müssen wir das eigentlich gar nicht umbauen, weil das ja hellenistisch ist. Das ist ja gar nicht keltisch. Und ich würde sagen, damit beenden wir die Runde. Und der Charakter hat noch nichts zugewiesen. Welcher denn? Ich erwarte eure Befehle. Das müsste er hier sein, weil mit ihm haben wir ja hauptsächlich gekämpft. Bereit zum Kampf. Jawohl. Und zwar bekommst du... Ha! Du bekommst einen auf Autorität. Habe ich mich gerade entschieden. Wunderbar. Wir beenden die Runde und damit auch den Part. Larissa gehört uns. Wir haben es eingenommen.
gegen eine relativ schwache spartanische Armee. Sparta bewegt sich jetzt irgendwo anders hin. Warum auch immer. Aber gut. Das war's von mir an dieser Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Rio. Ciao.